Hallo. Wo stelle ich euch denn mal hin? Hier oben am besten. Ne, da könnt ihr aber nicht so gut gucken. Ne? Egal, ihr müsst auch nicht alles sehen. Ich zeig's euch, ja. So. Bloß nicht runterfallen, bitte. Dann haben wir hier ja so eine ominöse Tüte. Brille hat Oma auch nicht hier wieder. Was ist das denn jetzt hier? Das ist ein. Ich kann das nicht lesen. Was ist das? Ein Elektronik, irgendwas. Keine Ahnung. Und hier sind so ganz viele komische Sachen drin. So Kabel und so. Tja. Man weiß es nicht, ne? Ich lasse es mal da drin. Was ist das Schönes hier? Keine Ahnung, was ist das denn? Wie gesagt, das war alles schon hier. Die waren bestimmt von meinen Söhnen hundertprozentig. Natürlich mal hier rein. Und Glühbirnen hatte ich ja jetzt auch schon hier hinten hingestellt. Da waren ja schon Glühbirnen, die tue ich dann auch dahin. Und da war sicherlich, was ist das? So ein Ölspray, glaube ich, ist das, wenn ich das ohne Brille gut entziffern kann. Das kann alles mal da rein. Zahnstocher, kann man auch gut gebrauchen. Patex, ne? Habe ich letztes Jahr benutzt oder vorletztes. Hat auch gut geklappt. Hier haben wir jetzt noch so eine Glühbirne in so einer Vase drin. Natürlich auch mal rein. Packen wir dahin. Das brauchen wir auch alles wieder. Deswegen, die kommen alle hier mit hin. So. Und die hatte ich tatsächlich mal gekauft und die sind abgefallen. Das heißt, packe ich mal da. Dann haben wir hier unsere Türk Telekom Packung von den Modem-Geschichten. Tue ich mal hier mit rein. Und ein Schauerregalkarton. Warum liegt das denn noch hier? Wahrscheinlich, weil da noch so Sachen drin sind, um das an die Wand zu machen. Natürlich auch mal in den Kasten. Noch eine Fliegenklatsche. Man kann ja nicht genug haben. Natürlich auch da rein. Und dann haben wir hier Untersetzer. Ja, und Gardinenstopper. Die allerdings brauche ich. Das sind solche Stopper, damit die aus Gardinen aus den Löchern oder von den Enden nicht rausrutschen. Die brauche ich allerdings. So. Dann haben wir hier eine Backform, die noch irgendwie gar nicht benutzt aussieht. Und noch eine Fliegenklatsche, meine Leute. Also Fliegen können wir jetzt hier genug totschlagen. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich kann ja auf meinen Beinen immer nicht. Ui, ich kann ja auf meinen Beinen nicht sitzen. Da kriege ich immer Schmerzen. Seht ihr mich nicht mehr so richtig? Oder? Ja, Leute, das kann ich auch nicht so. Scheiße, ich kann auf meinen Knien nicht lange sitzen. Ich kriege Beinschmerzen und überall Schmerzen. So, noch mehr Backformen. Die sehen aber schon echt benutzt aus. Aber egal, wenn die sauber macht, dann passiert da nicht viel, glaube ich. So, dann will ich einmal hier wischen nochmal. Haben wir noch so Stecker und die kann man überall in den Billigläden kaufen. Ich habe immer Angst davor, dass die irgendwie, ne, Kurzschluss oder so verursachen. Benutze ich immer nicht. Und was ist das? So Stifte mit einem Lineal und zwei Stiften drin. Okay. Es könnte sogar sein, dass das meinem Mann gehört. Es würde zu ihm passen. Dann haben wir hier noch Papierkram. Das tue ich mal damit hin. Und noch so eine ominöse Schachtel, die ich aber eigentlich auch mal ganz gern dann entsorgen wollen würde, weil was will man damit? Keine Ahnung. Da läuft irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwelches Getier. Keine Ahnung. Naja, ich lasse sie trotzdem noch mal hier liegen, weil man weiß ja nie. Dann haben wir hier so ein Würfelspiel. Das ist alles von denen. Das gehört uns nicht. Weiß ja nicht, was man damit spielt, aber ich glaube, man kann da was mit spielen. Einmal wischen. So.
ich damit hin und die Stifte da oben. Die Backformen kann eigentlich auch in die Küche, aber ich lasse es mal hier. So, die Schale lasse ich auch mal da. Und ich glaube, wir haben hier noch mehr Kartons. Ja, einmal haben wir noch einen Karton von unserer Alarmanlage. Die tue ich auch noch mal hier mit hin. Von unserer Kameraanlage, von unserer Kameraüberwachung. Das ist ja alles mit Kameras ausgestattet, das ganze Haus. Es juckt. Und das ist ja eigentlich auch leer. Tue ich dann mal hier mit hin. Und diese ganzen Dinger kommen da rein. Und die, was mache ich denn damit, dass ich das jetzt nicht verliere, Leute? Tue ich denn das hin? Tue ich mal in die Vase rein. So. Dann haben wir hier einen Kasten mit lauter Schlüsselkram. Da hatte ich da eben ja auch irgendwo so eine Art Fernbedienung gesehen. Gut, das lasse ich da. Hier so ein Tee-Ding, braucht auch kein Mensch. Hier haben wir noch einiges an kleinen Kram. Weiß auch nicht, das schmeiße ich mal weg. Cremedose, Nivea-Cremedose, alte Kerze, ein Hustenbonbon und irgendeine ominöse Heilsalbe, schmeiße ich auch weg, ist wahrscheinlich noch von Emmel, und Block, ein Stein, was will man damit, keine Ahnung, eine Wäscheklammer, zwei Flexscheiben wahrscheinlich von meinem Mann. Ja, Stifte, die tue ich alle mal dahin, die Stifte. Und dann noch mehr Decken. Das sind übrigens noch die Reste von dem Sesseln. Ich weiß nicht, was die damit wollten. Wieso da nur so einzelne Stoffreste überall liegen? Vielleicht wollte man da mal eine Tischdecke machen. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte die jedenfalls nicht wegschmeißen, deswegen habe ich die jetzt einfach mal. Die lagen alle auf den Stühlen, als wir hier eingezogen sind. Vielleicht hat man das als Schutz genommen für die Stühle. Oder dass das vielleicht passend ist. Ich weiß nicht, sieht jedenfalls nicht gut aus, deswegen. Weil die lagen da so einfach so drauf, ne? So, und dann mal kurz einen Cut. Kann ich das Video besser einteilen nachher? Das war. So. Und dann haben wir eigentlich auch nur noch eine Schrankhälfte. Was ist das? Nix. Müll. Und was ist das? Ein Metro-Bung. Dann auch weg. Viele Zettel. Brauche ich meinen Lappen. Kann ich hier unten einmal wischen. Und eine Muschel. Was soll man damit? Ich weiß nicht. Also ich bin ja nicht dafür, ne? Für so einen Kram. Schmeiße ich auch weg. Und dann haben wir sowas. Da hatte ich auch ganz viel damals immer reingetan. Also ein Müll. Antalya. Telefonnummer Rabash, Video, Atomayan Unal, wahrscheinlich irgendwie so ein Busservice oder was, ein leeres Ding, sowas, Tabletten, Schlüssel, Stifte. Stifte kriege ich alle dahin, dann kann ich das nämlich. Was ist das? Schraube. Bilder? Was sind denn das für Bilder, Leute? Da bin ich aber interessiert. Das gucke ich mal, was das mehr für Bilder sind. So eine Nähnadel oder so eine Stopfnadel, keine Ahnung. Briefmarken. Briefmarken, Leute. Und so ein Chip. Von welcher Firma ist das? Kann ich alles nicht lesen. Ein Einkaufschip.
Ja, sowas braucht man hier nicht, so Einkaufschips und so. Ja, liegt einfach nur so, ja, halt Dinge, die man nicht braucht. Oder vielleicht doch, deswegen lasse ich das erstmal da liegen. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ah, so Glühbirnen. Das sind von den ganzen Lampen, die wir hier überall haben, die Glühbirnen. Das ist gut. Und hier nochmal so eine komische Figur. Noch mal da rein. Hier haben wir jetzt noch mal so einen ganzen Kasten, so einen Kerzen, ne? Aus, an, Zünder, eine Zange. Die habe ich mal gekauft hier für die Türen. Hat mein Mann nur nie angebracht. So ein Ding, so ein Faden, eine Eisenplatte, noch ein Handtuch aufhängen Ding. Sollte mein Mann anbringen, hat er nicht, ne? Hier habe ich auch mal so ein Schloss gekauft im Schnäppchenladen, weil die haben in dem Badezimmer, in dem Elternbadezimmer kein Schloss, du kannst da nicht abschließen. Und das fand ich immer mega blöd, weil wir hatten das Badezimmer ja zuerst und ich schließe gerne ab. Ne? Ich schließe auch ab, wenn nur mein Mann da drin ist. Also ich habe das nicht so gern, dass die reinkommen, wenn ich auf Toilette sitze. Wollte unbedingt ein Schloss haben, ehrlich. Und dann habe ich eins gekauft, aber hat es nie angebracht. Ne? Er sagt, da muss ein richtiger Schlüssel her. Was ist das? Nochmal so. Dübel, Wäscheklammern, mehr ist da nicht drin. Gut, muss hier bleiben. So, was ist das denn für ein Ei? Was soll das? Keine Ahnung, schmeiß ich weg. So, und den ganzen Kasten lasse ich hier auch einmal stehen. Wer weiß, wozu der gut sein soll noch. Und dann haben wir noch diese ganzen Kabelsachen, die tue ich in diesen Karton mit rein, in diesen Kasten mit rein. So, und das muss ich aber auch sortieren, aber da sind so viele Papiere und so mit drin. Leute, was ist das? Kulandum Clavuso, wer Garantie Belgis sehen. Von diesem Verstärker da, von diesem Ding, was die Jungs immer anmachen, wenn sie ihre Musik hören. So was, ich schmeiß das weg. Was haben wir hier noch? Was ist das? Ah, noch ein Stift. Das gehört bestimmt alles meinem Mann. Lass ich mal hier mit stehen. Tabletten. Wer weiß wofür. Das ist bestimmt meins. Oh, das kann man jetzt hier mal ummachen. Oh, ist das so warm, ne? Ich kann nicht mehr sitzen. Mann. Papiersachen, die werde ich mal alle hier auf dem Haufen tun. Tabletten schmeiße ich weg. Ein Flaschenöffner, Stifte. Schloss. Zwei Fernbedienungen. Hier so mit hin. Eine Schere. Und noch eine Fernbedienung. Ich glaube, das ist für die für die Klimaanlage. Natürlich auch mal hier hin. Hier sind noch wieder ganz viel Zettel. Akt der nächsten Dentalklinik. Ja, hier musste mein Sohn einmal zum Zahnarzt, aber das noch. Ja, siehst du, wer sucht, der findet. Da habe ich nicht gesagt, ich habe doch gesagt. Ne? Stelle ich mal dahin. Noch so Telefonkarten wieder. So, ich werde mal die ganzen Papiere, die wir hier so haben, da hinlegen. Das, was wir alles nicht brauchen, schmeiße ich weg. Einmal so ein Feuchttuch. Das kann wieder kein Mensch lesen. Noch so ein Zahnarztding, glaube ich. Lasse ich mal hier, ja. Geht das da alles hin? Was ist das? Was ist das? Meine Brille. Money Hoschgelden. Ja, irgendwas mit der Migros-Karte. Genau, Migros. Die Karte, die ich euch gezeigt hatte, damit kann man ja Rabatte generieren, sozusagen beim Einkauf. Das ist die Erklärung dafür. Die hatte ich euch letztes Jahr am Strand schon gezeigt, habe euch das erzählt. Hier habe ich irgendwo, das ist nicht meine Schrift. Ich weiß nicht, wer da irgendwas aufgeschrieben hat. Deswegen lasse ich nochmal liegen, kann kein Mensch lesen. Nochmal eine Zahnarztgeschichte, Akt der nächsten Dentalklinik. Das ist immer gut, weil die Karten sind magnetisch. Ne? Also, da kann, also wirklich, das ist sehr praktisch, finde ich. Kann man sich überall hinkleben.
Fall im Kaugummi, ich schmeiß die mal weg. Ein Ding hier von mir, tue ich mal dahin, kann in mein Schlafzimmer. Noch einen Aufhänger. Ich tue das mal alles hier in diesen Kasten rein, den ich da hatte. Schere kann man gebrauchen, Wäscheklammer muss noch draußen. Was ist das? Irgend so ein Türding. Ich werde mal alles jetzt anschrauben und so in diesen Mandarinenkasten da tun. So. Und dann habe ich nämlich den Kasten hier auch aufgeräumt. Seht ihr, haben wir alles geschafft. So, leer. Den können wir ja noch irgendwie auf zwei tun oder so. So, jetzt würde ich aber gerne auch mal hier oben etwas wegnehmen. Wir haben hier Taschentücher, die tue ich auch da mal mit hin. Dann habe ich hier so eine alte Alarmanlage gefunden von unseren Vorbesitzern. Dann haben wir hier die Bilder, die wir uns noch angucken wollten. Natürlich erstmal dahin. Ich habe hier meine Akte mit meinen ganzen, Sachen. So, das werde ich mal hier auch mit einordnen sozusagen. Das sind aber noch alles alte. Vom letzten Jahr, da habe ich euch ja immer gesagt, was ich ausgegeben habe. Das sind noch die ganzen Metro-Bums, die brauche ich nicht. Und das sind die Geschichten für mein WLAN. Ich habe übrigens eben eine Nachricht bekommen von Türk Telekom auf meinem Handy, auf eine SMS, dass am 14. August mein Internetvertrag abläuft, mein WLAN-Internet, und dass ich da hinkommen muss. Ich habe noch nicht genau gelesen, aber das machen wir gleich mal. Das ist ein Bum vom Strom, den werde ich hier mal einmal abheften. So, dann habe ich das hier. Und das, weiß ich nicht, das hier abhefte, dann werde ich das suchen, weil das gehört hier nicht rein. Das muss in meine andere Akte. Aber ich lasse das hier einmal jetzt so liegen und werde diese Akte hier mit reintun. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Was machen wir noch? Ne, die ganzen anderen, wohl, ich kann das auch alles dahin tun. Die ganzen hier eine elektrische Mückending. Das kann man doch gut gebrauchen, ne? Wenn das doch funktioniert. Schauen wir mal, ich lege das mal da mit rein. So. Die ganzen Internetsachen nehme ich auch hier hin. Meine alten Stative. Ich habe noch viel mehr, ne? Überall. Hier ist noch so eine, was immer das wieder ist, weiß ich auch nicht. Tue ich auch mal da mit hin. Und dann Ameisendings kann auch dahin. So, und was haben wir noch? Das würde ich auch gerne wegnehmen. Das ist dann, gehört auch denen hier, das haben die auch, ne? Gehört mir nicht. Packe ich mal hier mit. Und dann die ganzen Tücher hier rein. So. Gut. Jetzt haben wir hier noch mehr Papier. Oh, jetzt die letzte. Ah ja, die letzte Mission hier. Das sieht wie ein Bon aus. Der Staub da hinten. Ne? So, das war in der Küche. Da stand da irgendwo, ich finde das so hässlich, den werde ich jetzt wegschmeißen. Den schmeiße ich weg. Der ist jetzt wirklich mega hässlich. Ich glaube auch nicht, dass ich den irgendwann schön finde. Was ist das? Irgendwie so ein Becher oder so. Lasse ich nochmal hier mit stehen. Mein Klebeband brauche ich auch unbedingt. Dann, das war für die draußen, für die, ne? Sach für die, ja, Wäscheklammern und so, aber so, hier bin ich wieder. Ich musste löschen. Mein Speicher war rappelvoll, ne? Also alles voller Tüten jetzt hier. Uninteressant. Noch mehr Papier. Schmeiß ich mal weg, oder? Was steht da noch? Keine Ahnung, was ist das denn alles? Meine Schrift, aber Jimmy, ich bin Geld. Wechseln und Bazar habe ich mal für die geschrieben.
Und was ist das hier alles noch? Vitamin A, keine Ahnung, habe ich irgendwann Notizen, aber was das ist, weiß ich nicht. Deswegen, das packe ich mal hier rein, kann ich nicht lesen. Das kann ich auch nicht, ich weiß nicht alles. Kann sein, dass das irgendwie Passwörter sind oder so, deswegen muss ich immer aufpassen, was ich hier wegschmeiße. Aber das, nee, das kann, glaube ich, weg. Das sind Notizen für ein Video, was ich mal gemacht hatte. Hier ist eine alte Modem-Sache, aber ich weiß nicht genau, ob jemand die noch haben will, deswegen lasse ich das noch mal liegen. Jetzt haben wir hier noch was und das geht nicht auf. Guck ich nicht ran. So, was ist denn das jetzt hier? Ah, das hat sich bestimmt Emma gekauft oder eine von denen, die hier Kinder, das kann ja eine Emmel sein, wer soll das sonst gewesen sein? So ein Känguru-Sitz, das hat bestimmt Emmel gekauft. Und den Karton hier gelassen. Da sind Dolomie-Tabletten drin, 15,97. Werde ich gleich mal gucken, ob die noch aktuell sind. Ja, da hat sie wahrscheinlich so einen Sitz gekauft. Toll, dass das da alles noch drin liegt. Und wie lange sind die haltbar? Das kann ich aber nicht lesen ohne Brille. Da muss man mal gleich mal gucken. Hier haben wir noch etwas, das gehört wahrscheinlich zu dem Würfeldings dazu. Kann das sein? Haben wir hier noch eine ganze Menge an Stiften. Hier waren noch viel mehr Stifte. Ich habe viele schon entsorgt, weil die gar nicht mehr geschrieben haben. Aber ich nehme an, dass das jetzt hier für dieses Würfel eine Sicherheitsnadel können wir auch gebrauchen. Das werde ich mal hier rein tun mit in den Schrank. Noch mehr Tüten. Uff, Leute, uff. Noch ein Block. Hat man, gehört uns nicht, dann haben wahrscheinlich unsere Vorgänger irgendwas geschrieben. Hier waren auch ganz viele holländische Bücher und so. Das haben wir alles unserem Gärtner gegeben, falls er dafür irgendwie Verwendung hat. Eine große Tüte, das ist auch meine 100 Pro, aber wieso? Da ist irgendwas Hartes drin, noch eine Tüte. Was ist das? Das ist ein altes Modem, was kaputt gegangen ist hier. Das lasse ich mal da drin liegen. Und noch mehr. Oh, meine Knie. Noch eine alte Tischdecke. Die war hier auch. Tue ich mal weg. Ist das heiß. So. Seht ihr mich nur noch halt, ne? Egal, die sind auch gleich fertig. Hier sind noch ganz viele Kerzen drin. Guck, ich mach das mal ein bisschen noch mehr nach hinten. Die sind, guck, alle noch von unseren Vorgängern hier. Und was ist das, bitteschön? Ein Springseil. Guck mal. Ja, kann ja meine Enkelin dann benutzen. Also ich lasse die ganzen Kerzen hier einfach drin. Ich weiß, dass meine Schwiegertöchter Kerzen lieben und deswegen bestimmt Verwendung haben. Warum ist hier noch, ah ja, hier haben wir noch ganz viel türkisches Geld. Das haben wir alles gesammelt immer, aber da ist doch auch irgendwie Cent mit drin, oder? Ja, da sind auch Cent mit drin. Türkisches Geld, Cent, Tesbik, alles Mögliche. Da muss ich mal gucken, ich werde das Türkisch schon mal raussuchen, dann kann ich das hier mal ausgeben, dann ist weg. Jetzt haben wir hier noch mehr Bons, noch so ein Gläschen. Vielleicht trinkt man da auch kurz mit oder so, ich weiß nicht. Ui, ein Kühlakku. Natürlich mal hier zu den Küchenutensilien. Es klubbelt mir das alles hier runter. Und wir haben hier Bücher. Zeig mal her, was sind das denn alles für Bücher? Die gehören mir nicht. Wollen wir uns die mal angucken, was das alles für Bücher sind? Also. Ja, meine Brille nicht schlecht, ne? Türkiye, wahrscheinlich ist das türkische Küche. Das gehört den unseren Vor, ne? die das Haus vorher hatten. Das waren ja Holländer. Gut zu wissen. Jetzt haben wir hier nochmal so ein türkisches Kochbuch, sag mal. Oh, Staub. Pamukkale. Ich mache nochmal einen Cut. Kann ich besser schneiden, wisst ihr, dann das leichter. Pamukkale, ein Buch über Pamukkale in Holländisch bestimmt, oder? Nee, auf Türkisch sogar. Ja, also zu Pamukkale, ne, da war ich ja letztes Jahr.
Ich will ja hier nicht irgendwas Falsches sagen, ne? Aber das kann man sich sparen, ja. Also, so sieht es teilweise ja aus, aber wirklich nur ein ganz kleiner Teil von einem Berg sieht so aus. Und wenn man da so in den, wenn man das so sieht, ne, dann denkt man ja, da ist überall alles weiß und man hat da eine riesige Landschaft. Also so ist es nur ein ganz, ich hab gefilmt, guckt euch die Videos dazu an. Da gibt es dann natürlich aber auch ganz viele Ausgrabungen und so haben wir uns auch alles angeguckt. Das stimmt schon, aber dieses Weiße ist wirklich nur ganz wenig. Ne? Sowas haben wir hier, da waren die wahrscheinlich mal irgendwo, keine Ahnung. Kappadokien waren wir ja auch. Kappadokien haben wir uns auch besser vorgestellt. Was ist das eigentlich hier? Eine Karte, okay. Aber das kann man mal gesehen haben. Vor allen Dingen die Ballons und so, wie die dann aufsteigen. Das ist schon eine schöne Reise gewesen. Da sind wir ja von hier über Konya gefahren. Kappadokien kann man auf jeden Fall sich angucken. Viel Ausgrabung, ne? Diese Dinge habe ich auch alle abgefilmt. Und haben da ja auch noch ganz viele Höhlen und so besichtigt. Also ist schon schön gewesen, ne, die Reise. Aber wie gesagt, man stellt sich immer so toll alles vor, ne? Ich weiß nicht. Hier haben wir noch so ein Gartenbuch, wahrscheinlich auch alles auf Holländisch. Ja, das ist Holländisch. Und noch eins auf Holländisch. Nee, auf Türkisch. Ağaçlar falan. Haben die wahrscheinlich hier gekauft, als sie den Garten angelegt haben, denke ich mal. Ne? Da haben sich das hier gekauft. Bahçe der ilk adım. Ist auch aber auch auf einer anderen Sprache hier unten noch, ne? Oder nicht? Ist wahrscheinlich mehrere Sprachen drin. Ich kann das jetzt so nicht lesen. Mevsimlik bitikleş. Ja, ich kann das nicht sehen, ob es nur türkisch ist. Aber ist ja auch egal, was rede ich denn hier? So, das eine Buch. Antalya, ein Reiseführer über Antalya. Ist das türkisch? Nee, das ist auch irgendeine andere Sprache. Wahrscheinlich Holländisch. Und Elfese, ist das auch eine Stadt? Kenne ich gar nicht. Ja, das ist hier. Also ich hatte jetzt noch einige Bücher und so hier gelassen, die uns eventuell interessieren könnten. Deswegen liegt das noch. Ein CD-Radiorekorder, der liegt oben, den braucht man nicht. Aber warum das hier liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das denn hier? Noch vom, das ist von unserem Kochherd, kann es sein? Die Papiere. Ah, okay, gut zu wissen. Dann kann ich da mal reingucken. Für den Backofen vielleicht, okay, das ist doch gut. Das kann aber weg. Radio, Kassettenrekorder, Siemens haben wir noch hier. Haben wir irgendwas von Siemens? Was haben wir denn hier von Siemens? Fernbedienung oder Fernseher wahrscheinlich. Ja, den Fernseher hier ist kein Fernseher. Ja. Die hatten wahrscheinlich mal einen Fernseher und den haben wir aber nicht mehr. Deswegen kann das weg. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein Reklame für Dings hier, Mahmutlaş, in dem Bezirk befinden wir uns ja hier. Es sind ganz viele Visitenkarten drin, wahrscheinlich Restaurants und was man hier nicht alles so machen kann. Melton, Restaurant, Coiffeur, also Friseur. Ich glaube, das ist alles nicht mehr aktuell. Das kann ich bestimmt alles wegschmeißen. Beko, was haben die denn hier vom Beko gehabt? Wahrscheinlich so ein Receiver oder so, kann auch weg. Altus Bulaşık, gut, die kann noch mal bleiben, da können wir noch mal reingucken. Also von dem Geschirrspüler. Vielleicht braucht man das noch mal. Hier irgendwie Lampen. Eine Garantiekarte, wahrscheinlich auch von dem Backofen. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Schmeiße ich auch weg. Garantiebelgisi, Sunny. Ja, also ich glaube, die Garantien sind alle abgelaufen. Busolappe, also Kühlschrank. Dim, Scheinen, Dings und Ballon, Fliege, Gedöns kann auch weg. So, jetzt seid ihr hier voll im Bild. Das habe ich alles wahrscheinlich liegen lassen. Hier sind noch
ganz viele Sachen, die hier auf die Zettel geschrieben worden sind. Ich kann das nicht lesen. Das sind aber diese Schrift an dieser. Ich kann es nicht lesen. Ne? Ja, also alles, was mit kleinen Zettelchen ist, ist immer verdächtig, weil da stehen gerne irgendwelche Sachen drauf. Wo habe ich denn jetzt meinen Lappen hingefeuert? Weiter. Da. Dann werde ich einmal noch hier auswischen. Und dann werden wir, was ist das? Aufhören. Ich kann nicht mehr. Hier habe ich noch eine Akte. Und so. Da kann ich eigentlich die andere Akte da auch reintun. So. Genau. Tun wir die da auch rein. Haben wir beides zusammen. Was machen wir jetzt mit den ganzen Tüten hier? Könnte auch die ganzen Maschinen von meinem Mann da irgendwie reintun. Die stören mich hier nämlich auch mega. Leute. Ah, das müsste aber eigentlich dann hier rein, weil die kriege ich jetzt sonst da gar nicht rein in dieses kleine Fach. Aber dann ist hier alles voll. Moment. Wir werden noch also die Kerzen können wir hier mit rein. So. Das geht von mir dahin. Der ist sowieso Schrott. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der hier noch liegen muss, aber den frage ich lieber meinen Mann. Und dann gucke ich mal, ob ich diese Maschinen von meinem Mann da irgendwie rein tue. Hier, Kimi hat alles aufgewühlt und nicht wieder zugemacht. Ne, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Keine Ahnung. Kriegt da Ärger von meinem Mann, wenn der jetzt wiederkommt. Oh, das. Zumindest ein paar der Maschinen kann ich da ja vielleicht rein von euch. Tue ich mal da hin. Oh, ist das heiß. So. Hier haben wir noch eine Decke. Die hatte ich mal gekauft in dem Schnäppchenshop, glaube ich. Oder nee. In dem Karnevalshop habe ich die mal gekauft. Letztes Jahr aber eigentlich nie benutzt. Nee, das passt da nicht rein. Leider. Und so passt es auch nicht. Das würde da reinpassen. Muss ich das alles rausholen, was ich da jetzt reingemacht habe. Das ist auch nicht so schlimm. Machen wir mal. Oh. So, das Papier machen wir einfach da hin. Das wieder raus. Aufgemacht hier. Das war alles schön zu. Ich war das nicht. Oder ich habe das Klebeband gefunden. Guck mal, damit können wir die Dinger wieder reinmachen. Nein, ihr seht ja gar nichts. Also ich war das nicht. Ihr seid Zeuge. Das war Kimi. Der hat den ganzen Kram nicht wieder richtig zugemacht. Kann da nichts für. So. So. Hat da was kaputt? Okay.
Zettel, müssen alle da rein. Ganzen Zettel, Bücher. So. Das alles im Müll. Ball kann nochmal hier bleiben. Und dann, das kann auch hier mit rein. Die ganzen Stifte, warte, ich muss mal aufstehen. Ui, aua. Oh. Scheiße, das kommt alles in den Müll. Ihr dürft meine Station nach oben. Das kommt auch dahin. Die Kartenspiele packe ich auch mal rein. Das sind wieder die Telekom. Das muss mit in meine Akte. Zettelage, Zettel. Das musste ja passieren, ne? Das musste doch passieren. Jetzt habe ich eine Fernbedienung geschrottet. Hauptsache nicht die vom. Die lege ich mal da hin, damit sie mir nicht verloren geht. Aua. Weil, das wäre jetzt doof, ne? Soll ich die da oben hinlegen? Die Fernbedienung von dem Ding. Lege ich mal da hin. Ihr müsst mich daran erinnern, wenn ich die suche, die liegt da oben, weil das vergesse ich wieder. So. Und dann sieht das doch schon mal besser aus. Jetzt müssen wir die ganzen Taschen hier noch einmal. Das ist so ein Dings, das ist noch aktiv. Das haben wir gekauft letztens. Das muss ich gucken. Das sind die ganzen Dinge. Hier habe ich die hingelegt. Seht ihr, die habe ich letztes Mal gesucht. Ich mache erstmal da rein. Tespeak. Kann man auch hier irgendwo hinhängen. Braucht mein Mann bestimmt. Hier haben wir noch Katzenleckerlis vom letzten Jahr. Gebe ich auch mal alle hier rein. Wenn ich eine Katze sehe, kriegen die das. Was ist das für ein Kabel? Kaputt, also weg. Hier stehen noch irgendwie irgendwelche Sachen. Das tue ich dann da noch mit hin. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hier. Da rein. Das Chicken weg. So. Das
werde ich gleich alle ordnen. Den Müll schmeißen wir einmal weg. Das kann auch weg. Das habe ich jetzt mit dem Lappen gemacht. Habe ich den auch wieder irgendwo hingeschmissen? Ne? Ich sag's euch, meine Lappen sind andauernd weg. So, das tue ich auch da unten mit hin. So. Also. Das da rein. Hier ist der Lappen. Seht ihr? Geht nichts verloren. Hier ist noch eine Wäscheklammer. Das tue ich da unten mit rein. Und hier habe ich noch einen Tischdecken. Stopfe ich hier auch mit rein. Haben wir alles wieder von links nach rechts geschoben, aber nicht wirklich aufgeräumt. Ne? So sieht es aus. Egal. Hier ist mein Lappen auch wieder da. Jetzt kriege ich einen Anruf.